herzlich willkommen. Wir sprechen über das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg. Gratulieren aber zuerst unserem Gast, Markus Weinzierl, herzlich willkommen. Und Daniel Thun, ebenso herzlich willkommen. Wir würden gerne wissen, wie Sie das Ganze beurteilen, Herr Weinzierl. Ja, danke schön für die Glückwünsche. Ich gebe es an die Spieler weiter. Ich glaube, eine gute Mannschaftsleistung heute über 90, 95 Minuten, sogar 96 Minuten. Herz und Leidenschaft gezeigt, gut organisiert, im richtigen Moment das Tor erzielt. Und ja, wenn du bei so einer heimstarken Mannschaft wie der Fortuna agierst, dann ist es zum Schluss auch normal, dass nochmal Drucksituationen entstehen. Aber die haben wir gut verteidigt. Ich freue mich für die Jungs. Es war wieder ein Schritt nach vorne, finde ich, im Vergleich zum letzten Sonntag gegen Kiel. Und so wollen wir weitermachen. Dankeschön. Kurz und schmerzlos, Danny, bitte. Ja, Markus, natürlich Glückwunsch von meiner Seite auch zum ersten Zweitligasieg deiner Karriere. Und danke dir. Schön, dass er, ich hoffe, dass er in Erinnerung bleibt, dass er gegen mich war. Ansonsten natürlich klar, jetzt Moment, Serie ist gerissen, so Haken dran, braucht man nicht mehr drüber reden. Geht von vorne wieder los. Ist für mich natürlich aber auch zurückzuführen auf die erste Halbzeit, wo ich das Gefühl hatte, dass meine Mannschaft wenig von dieser Energie auf den Platz gebracht hat, die wir über viele Monate, über viele Wochen hier gezeigt haben. Ich fand, dass wir viele Wege zurückgehen mussten in Umschaltmomenten, die einfach da waren, wo wir es auch gerade nicht gut dann immer so mit dem zweiten Ball verteidigen konnten. Im Ballbesitz schwierig. Fand unser Positionsspiel war da. Wir haben die Räume nicht bespielt, nicht gefunden. Das hat mich dann auch dann maximal ärgerlich gemacht in der Halbzeitpause, muss ich echt sagen. Weit weg von dem, wie unser Selbstverständnis sein sollte. Und da hatte sich dieses Ungemach so ein bisschen angebahnt. Zweite Halbzeit, 47. Minute, man kriegt gleich das Tor. Und haben dann es nicht mehr geschafft, auch wirklich kontrolliert den Gegner so unter Druck zu setzen, dass vielleicht dann noch mal mehr bei rausspringt. Wir hatten wenig richtig gute Toraktion, Torabschlussaktion, müssen vielleicht dann auch wirklich diesen schweren Wochen mit dem Personal auch irgendwann Tribut zollen, weil wenn man keine Energie auf den Platz bringen kann, dann liegt es vielleicht auch daran, dass uns vielleicht auch gerade heute dann die Frische gefehlt hat und entsprechend schmerzt es natürlich, weil ich fand, Niederlage hätte nicht sein müssen, auch wenn die Nürnberger alles reingehauen haben. Zweite Halbzeit war es für uns dann auch schwierig. Sehr zerfahren das Spiel aus meiner Sicht, aber normal. Business as usual. Wir haben ein bisschen was dafür getan, dass es viele Unterbrechungen gibt und der Gegner dann genutzt hat. Danke. Dann erwünsche ich mir die Fragen. Handzeichen, Mikrofon kommt. Fangen wir hier vorne in der ersten Reihe an. Herr Weinzierl, Glückwunsch zum Sieg. Sie haben heute teilweise gegen den Ball mit einer Fünferkette agiert. Ist das ein Rezept auch für die nächsten Wochen oder war das auf Fortuna Düsseldorf heute ausgerichtet gegen den Ball? Das werden wir sehen. Das werden wir entscheiden. Heute war es Gegner. Bezogen und spezifisch, weil die Fortuna einfach Qualität hat und je weniger Schnittstellen du anbietest und Räume eben den Gegner geben kannst, dann war das die Lösung für uns. Wir haben in den letzten Auswärtsspielen immer 2-3 Gegentore bekommen und ist klar, war für uns klar, dass das ein Schlüssel sein muss für die Spiele und heute haben wir es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dann der Kollege Diekmeier. War eigentlich die Frage schon vorweg. Ach so, also zwei Männer und derselbe Gedanke. Sehr gut. Weitere Fragen bitte? Dann machen wir mit Pascal Biedenweg für die RP weiter. Jawohl, auch überraschenderweise an den Gästetrainer. Herr Thun hat es ja gerade schon angesprochen, das Spiel war in der zweiten Halbzeit dann sehr zerfahren, auch weil die Nürnberger gut an der Uhr gedreht haben. Ist es dann für Sie auch ein cleveres taktisches Mittel gewesen am Ende? Naja, aber dafür hat es 6 Minuten Nachspielzeit gegeben. Also ich glaube, das war damit erledigt und ich glaube, dass wir einfach gut verteidigt haben, dass wir kompakt waren und dass wir wenig Räume angeboten haben. Wenn dann so ein Innenverteidiger wie Klada auch noch vorne mit reingeht und lange Bälle kommen, ist auch normal, dass du dann auch mal ein, zwei brenzlige Situationen überstehen musst. Und das haben wir aber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Haben wir noch Fragen für diese PK? Das sieht nicht so aus. Ich bedanke mich bei beiden Trainern und wünsche vor allen Dingen den Nürnbergern eine gute Heimfahrt und allen anderen noch einen schönen Tag. Danke.